Ich bin der Samuel und komme aus Hitzschlag und zwar aus der Wolfau und mein Papa tut massieren. Die Gesellschaft interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin die Frau für schwere Zeiten. Habe ich gesagt, das gibt's ja nicht. Ja, das hast du gesagt, das hast du gesagt, hat sie gesagt. Ja, so mehr oder weniger. Ich möchte auf jeden Fall irgendwas ins Wirtschaftliche, ins Finanzielle machen. Irgendwie so eine Firma gründen oder sowas. Ich schätze den Tagestouristen ja noch höher ein wie den Tourist, der eine Woche da bleibt. Weil ein Tagestourist gibt am Tag so viel Geld aus. Hüttengaudi und blim, 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 und Schnaps und Schnaps und Ding und dieses ganze. Wir haben aber doch dann auch natürlich in unserer Freizeit die Stadt gehabt. Gell? Also das Leben, das Nachtleben und einfach, was so toll war, war die Unbeschwertheit. Aber das ist sozusagen das Problem in Salzburg, dass manchmal Dinge eben nur halb gemacht werden oder nur zu einspurig und man nicht sozusagen das Ganze sieht, was an einer Kooperation dran sein könnte. Also für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn ich 4 Stunden am Herd stehe und einen Tafelspitz machen kann, der dann wunderbar mit Apfelkrenn, Schnittlauchsoße, Stürzertäpfel und was auch immer alles noch serviert werden muss. Und nachdem ich Koch habe, war das eigentlich naheliegend, dass ich Koch wäre. Und ich bin ja sogar ein Fasching, bin ich immer in der Volksschule als Koch gegangen. Es ist witzig, aber das letzte Mal haben wir zufällig über die Zentralmatura geredet, ja. Dass eigentlich nicht richtig ist, dass alle über einen Kamm geschert werden. Ich bin von ganz weit hergekommen, von Afrika und ein weiter Weg war das und jetzt bin ich da. Und dann bin ich auf eine sehr wertvolle Entdeckung gekommen, dass Salzburg einen unglaublichen Schatz verborgen hat. Diesen Schatz, den ein paar erkennen. Na, sag ich, alles geht in die depperten Schuhe, kann ich wie Bayerin werden. Oder kannst du dir vorstellen, dass du Bayerin wirst? Dann sag sie, warum nicht? Ich bin persönlich sehr gegen das Gendern. Ich finde es einfach nur anstrengend. Und für mich ist zum Beispiel der Schüler, das ist eine Bezeichnung. Und das ist nicht männlich. Männer sind, die kann man leichter beschimpfen. Man kann zu einem sagen, du brunst da nicht hin, du Drecksauwe, das ist echt ein Witz. Ich muss so laut aufs Klo. Entschuldigung, mach mal das noch einmal. Und der Österreicher tendiert zur Wasserlockentheorie, die ist relativ einfach. Er geht so lange nicht mehr Wasserlocken, bis das Auto kommt und spritzt noch. Und dann regt er sich auf. Gott ist in meinen Augen eine Krücke, genauso wie die Religionen für den Menschen. Aber der Papst ist in Ordnung, muss man sagen. Ja, aber der muss aufpassen, dass sie ihn nicht umbringen. Leider kann ich ohne Fernseher nicht leben. Aber ich will keinen Flachbildfernseher. Vor 3 Jahren ist mir mal alte Kisten hieben und dann hat mein Bekannter gesagt, er hat noch so eine Kiste daheim. Weil es gibt nur lauter Kriminalserien und Töten, Mörden, die finden alles so sozusagen im normalen Leben, finden sie gar nichts. Ich glaube, wenn man da halt das lebenslang machen möchte, muss man wirklich seine Person so leben, wie man ist, schon. Mein Wunsch war einfach, Ehe, Kinder, Haus. Wir haben uns eigentlich darauf besonnen, wer sind wir, was sind wir, weil in dem Bereich sind wir gut. Das einzig Bleibende ist die Veränderung. Möchtest du mir noch was fragen?